Ach, gar kein Ort. Scheiße. Wer hat sich diesen Quatsch mit diesen Orten eigentlich überlegt? Das ist doch Bullshit. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers hier auf The Nerd Way of Life mit dem einzigartigen, wunderbaren Digit. Junta. Und mit mir. Ich bin nicht einzigartig, mich gibt es mehrmals. Wir grüßen die Leute in Radi. Stille. Schlecht. Es gibt echt einen Ort, der Radi heißt. Echt? Cool. Ja. Radi, ihr seid die Besten. Oder Radis, glaube ich sogar. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ach, scheiße. Oder Radieschen? Radieschen. So wurde ich früher immer genannt. Fand ich nicht witzig. Naja, gut, dass ich das jetzt erwähnt habe. Wird bestimmt deswegen kein bist du so groß geworden. Ja, Entschuldigung. Wie so ein Radieschen. Wie eine Rosine. Radi-Rosine. Wir labern Scheiß. Ja, ich weiß. Es ist aber auch schon spät. Das kann man ruhig mal dazu sagen. Nee, ist es gar nicht. Aber warm ist es. Wenn es nicht spät ist, ist es wenigstens warm. So, und wir haben jetzt die letzte Folge erreicht, in der wir über die E3 reden müssen. Ja, endlich. Endlich. Bin ich scheiße auch erledigt. Das ist krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir da wirklich so lange dafür brauchen, aber es ist ja auch, wir machen ja auch noch nebenbei was anderes. Ja, Respekt. Also ich versuch's zumindest. 44. Ja, also wir haben vor allen Dingen auch, keine Ahnung, also wahrscheinlich ist die nächste E3 steht wahrscheinlich schon an. Die Gamescom dann. Die Tokyo Game Show steht direkt vor der Tür. Eisen. Ach Gott. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Titeln. Das waren jetzt, was wir so abgehandelt haben, waren meistens Exklusivtitel, beziehungsweise von Ubisoft und von Bethesda. Exklusivtitel von Bethesda? Nee, aber die hatten ja eine Pressekonferenz, eine eigene. Ja, aber du hast ja von Exklusivtiteln geredet. Also damals ist es wahrscheinlich Microsoft. Genau, Microsoft und Sony. Microsoft jetzt auch keine Exklusivtitel mehr, weil die haben ja dieses Play Anywhere oder wie das da heißt. Ja, wir hätten mal nachgucken können mittlerweile. Ja. Aber kann das man halt falsch. Irgendwie auch, weil es ist unnötig, das nochmal zu erwähnen, aber man kann jetzt anscheinend PlayStation-Spiele nicht, aber Xbox One-Spiele auch auf dem PC spielen. Ja, exakt. Ist mir eigentlich völlig egal, ich erwähne das einfach nur nochmal. Ah, das wird toll. Ja, das wird ist ein interessanter Schritt. Mal gucken, wie sich der für Microsoft auszahlt. Das Ding ist ja, dadurch, dass sie ja über Windows 10 das Ganze laufen lassen, verdienen sie ja trotzdem was daran. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie alles an Steam abgetrieben wird. Ja, sie erweitern eigentlich ihren Markt. Ich meine, die Spiele werden ja nicht billiger und sie haben einfach jetzt eine Mehrkäuferschaft. Also ja, können sie mehr verkaufen. Und also ich weiß ja nicht, die haben ja schon das ein oder andere gute Produkt rausgebracht. Tomb Raider zum Beispiel, Rise of Tomb Raider ist ein richtig geiles Spiel. Werdet ihr ja bald auch erfahren. Und nur leider nicht von Microsoft. Hä? Nur leider nicht von Microsoft. Nee, aber das ist doch für die Xbox One rausgekommen. Oder? Ja. Also, läuft doch. Und ist doch sogar zeitlich exklusiv gewesen. Ja. Ja. Und mehr will man noch nicht. Mehr will man gar nicht. Kommt drauf an. Wieso? Ja, nur weil es was jetzt exklusiv ist, muss es ja nicht von Microsoft oder von Sony sein. Nee, das stimmt. Ja. Wie verbinde ich denn das jetzt? Ich meinte jetzt nur Microsoft als Plattform. Aber ganz kurz, ja. Was meinst du mit, dass wir das auch bald erfahren werden? Willst du das etwa Let's Play? Nee, aber das kommt doch jetzt bald auch für die PlayStation 4 raus. Ach so, okay. Danke, dass du mir diesen Elfmeter nochmal gegeben hast. Dankeschön, danke. Gerne. Gerne. Ich habe Uncharted 4 übrigens durch, fällt mir gerade ein bei Tomb Raider. Echt? Und wie war's? Ist es dieser Überbrüller, den alle erwartet haben? Nicht für mich. Ist ein Spiel, das ich gespielt habe, war schön anzusehen, hat Spaß gemacht, war mit schön der Nathan Drake und so und sein Bruder, die haben schöne Sprüche und so gedroppt und so. Also war unterhaltsam. Ist aber jetzt nichts, wo ich irgendwie in einem Jahr nochmal drüber reden werde. Also nicht überschwinglich. Also ist, ja. Kommt. Ich weiß nicht, wo dieser Hype herkommt. Ich kann es nicht verstehen. Das ist schade. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, ich meine, das ist das Wichtigste. Ich muss genau. Spaß machen. Ne? Also ist klar. Ja. So, 46 Magnesium. Aber wir wollten genau über den Rest, der noch so offen ist. Pass auf, wir waren ja in der letzten Folge bei Sony und bei Sony wurde auch die Resident Evil 7, Resident Evil 7 wurde da revealed, wie man so schön sagt. Was? Revealed. Das ist ein Begriff, den kenne ich nicht.
Nickel. Ich versuche ihn gerade, wie sagt man denn in Deutsch? Sag das mal für Leute, die ein bisschen älter sind. Warte, Reveal. Doppelt so alt. Ist, ne, so alt bist du auch wirklich. 48, pst. Nee, das wären, du wärst dann 52, mein Freund. Mach mich mal nicht jünger, als ich bin. Revealed. Wie heißt denn das auf Deutsch? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was da drin stand, Alter. Ist es Magnesium? Nee, Nickel. Veröffentlicht, angekündigt, enthüllt. Enthüllt! Sie haben es enthüllt, genau. Und zwar haben sie diese, ja, die haben, also Resident Evil 7, verdammte Scheiße. Und es sieht komplett anders aus, als man Resident Evil kennt. Und es wird komplett in VR spielbar sein. Und das finde ich ein bisschen gruselig, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Für PlayStation gab es dann ja auch die Demo. Haben sie am selben Abend noch gesagt, jo, hier, jetzt könnt ihr, wenn die Pressekonferenz durch ist, könnt ihr euch die Demo runterladen. Viel Spaß damit. Habe ich dann ja auch gemacht. Und auch aufgenommen. Und ja, glaube ich, noch nie so rumgekreischt. Wegen Resident Evil jetzt, oder? Ja, weil ich mich erschrocken habe, weil ich Angst hatte. Ich hatte richtig Panik. Ja, das ist jetzt wieder die andere Geschichte. Wir versuchen jetzt tatsächlich mal das ein bisschen aufzudröseln, nachdem halt irgendwie sie jetzt ein paar Mal jetzt auch das Gleiche gemacht haben und das dann auch dann in den letzten Teilen wohl auch richtig in die Hose gegangen ist. Mit dem sechsten Fallen, ja. Ja, machen sie halt jetzt mal was anderes. Die Leute, die darüber meckern, finde ich fantastisch. Also, ja. Da meckern Leute drüber? Ja, es gibt ja irgendwie Leute, das sieht ja ganz anders aus und das ist doch kein Resident Evil mehr. Nee, die Sachen 6, Resident Evil 4, 5 und 6 waren kein Resident Evil mehr. Hm. So, und das ist jetzt wieder Horror. Jetzt geht's wieder dahin, wo es herkommt. Back to the roots, sagst du. Genau. Und ja, angeblich, super. Ich habe mich aber noch nicht weiter schlau gemacht, angeblich soll das von den Leuten sein, die vorher bei Konami waren und an Silent Hills gearbeitet haben. Angeblich. Gefährliches Halbwissen, Viertelwissen höchstens, was ich hier gerade droppe. Das erkennt man aber. Also es klingt plausibel, weil es sieht halt auch irgendwie so aus, wie Silent Hills, wie PT damals aussah. Ist ja auch aus der Ego-Perspektive und so. Ähnlich bedrückend. Also es würde passen. Was wird der erste Teil da? Ah, Silent Hills, ja. 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 Genau, das revealed. Und halt in... komplett in VR. Das ist. Ja, wieder so ein Ding mit den Porten und so, ne? Das ist. Wir werden sehen. Ja, das wird es natürlich ziemlich kaputt machen. Auf der anderen Seite, wie sonst soll es gehen, ne? Genau, wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass uns nicht über ungelegte Eier meckern. Die schmecken sowieso nicht. Oder so. Deine zumindest. Meine ungelegten Eier schmecken nicht. Oh Gott, Eier. Ganz schlechte Erfahrung mit Eiern gemacht. Was haben wir denn noch? Battlefield haben wir drüber geredet. Abzu. Abzu ist von den Machern von Journey. Kannst du dich noch an Journey erinnern, wo du den Typen zum Rage-Quitten gezwungen hast? Ich weiß gar nicht, was. Na gut, das ist ein Spiel, da muss man Leute töten. Das habe ich begriffen. Nee, eben nicht. Das muss man ja eben nicht. Aber es war schon witzig, auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht gesehen in dem Spiel. Also, das ist doch, guck mal, das ist eine Spielerfahrung, wo wir einer, ich weiß nicht, die ersten Male, wo wir uns getroffen haben, irgendwie bei dir. Oh, das war noch schön. Und und das ist eine Sache, da reden wir immer noch von. Ja, weil es witzig war. Es war einfach sau witzig. Ja, weil du halt, wenn du an Journey denkst, dann musst du halt an mich denken. Gezwungenermaßen, ja. Ja, das ist scheiße, aber gewöhnlich dran. Ja, auf jeden Fall, die Leute machen halt Abzu. Ist nicht dasselbe Studio, ist aber von dem Art Director, von dem Game Director und von dem Komponisten. Ein Lead Director, Art Director und Komponisten. Ich glaube schon, die drei Leute irgendwie sind wohl bei Journey bei gewesen und sind jetzt auch an Abzu bei. Es spielt unter Wasser. Kann man sich mal angucken. ABZU wird es geschrieben. Das erinnert mich an Subnautica und das Spiel, das kriegt mich gar nicht irgendwie. Es ist. Ja, es hat damit überhaupt gar nichts zu tun, aber ja, es ist unter Wasser. Ja, aber es erinnert mich halt unter Wasser, es erinnert mich halt irgendwie an. Ja, klar. Und es kriegt mich einfach nicht. Du bist immer zu schnell, ne? Du musst immer dran denken, Subnautica ist ja unter Wasser. Das ist ja nun mal langsamer als an Land. Das ist halt so. Nein, aber ich hab's ja auch gespielt. Also ach, du hast sogar gespielt? Auch. Ja, aber es ist. Weißt du, bei manchen Spielen, da dauert das ein bisschen, bis man reinkommt und die Spielmechanik kennenlernt und dann irgendwann zieht das so an und ja. Das ist bei, da, das ist, ich habe einfach, das, ja, dann
mache ich das wieder aus und spiele was anderes. Höchststrafe, ja. Finde ich persönlich. Für ein Spiel, ja, eigentlich schon. Aber es gibt andere Leute, die finden es halt total super das geil und als muss so sein. Als Let's Play geht das auch völlig ab. Das ist krass, Subnautica. Echt? Werde ich mal machen jetzt. das Subnautica ist halt so ein geiles Spiel. Subnautica confirmed. ja. Aber lass uns doch lieber über Deus Ex reden. Deus Ex? Mankind Divided. Das ist doch von Square Enix. Sind wir schon bei Square Enix? Ja. So. ja, das sind jetzt halt. Was? Nee, das sind jetzt halt die Dinger, die auf den verschiedenen Konferenzen auch noch gezeigt wurden. Es wurden ja nicht nur Exklusivdinger gezeigt, sondern auch bei Sony und Microsoft wurden ja auch von Drittherstellern Sachen gezeigt. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob Deus Ex irgendwo auf einer Konferenz war. Ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber es stand in der Liste der E3-Trailer drinne, wo ich mir die ganzen Sachen rausgeschrieben habe. Und weil ich weiß, dass du holst ja auch gerade den ersten nochmal wieder raus. ja, ich spiele ihn gerade tatsächlich, weil ich will ja eventuell bin noch nicht sicher, Let's Play, und dann will ich mal gucken, was da überhaupt so Sache ist. Weil das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, und ich habe das noch nicht mal durchgespielt, bin ich ganz ehrlich, das ist halt schon sehr, sehr lange her. Sehr, sehr. Aber man sieht halt die Wurzel, ne? Also, man sieht halt, wo es herkommt. Und, wo viel es herkommt. Also, Deus Ex, der erste Teil. Ja, wegweisend. Krasse Mannschaft. Ja, ist ein krasses Spiel auch und sehr beeindruckend auch. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass halt der nächste Teil rauskommt von Deus Ex. Wie heißt der nochmal? Mankind Divided. Doch, Mankind Divided. Okay, kommt halt raus und ich bin mal sehr gespannt darauf. Also von mir aus bräuchten sie dir gar nichts besser machen oder so. Einfach nochmal hier den Human Revolution. ja, sehr gut jetzt. nee, super, nee, danke. Human Revolution halt einfach nochmal einen zweiten Teil. Einfach so nochmal raus. Und die Bosskämpfe vielleicht raus und dann ist gut. Nee, die Bosskämpfe sind ja jetzt, die haben das ja jetzt nochmal anders gemacht, ja. Alles gut so, einfach nochmal so raus, ja. ich habe irgendwie den Dings hier, diesen Action-Live-Trailer gesehen. Ja. Habe ich mir gedacht, Alter, mach da doch mal einen Film draus, Alter. Mach da mal einen Film draus. Ja, mach doch mal einen Blade Runner. Das ist doch irgendwie, ja, es ist ja kein Blade Runner. Nicht wirklich, nee, das stimmt. Das ist mir auch gerade wieder eingefallen, das ist Quatsch. Ja. Aber das ist doch ein geiles Thema. Ich verstehe nicht, warum sie da noch keinen Film draus gemacht haben. Ja, aber vielleicht machen sie es ja. Es ist so alt. Ich habe diesen Trailer gesehen. Ich hatte nur Gänsehaut. Die ganze Zeit habe ich da gesessen. Alles an meinem Körper stand. Jedes Haar. nicht nur ja. Jahre. Das war einfach, ich war so elektrifiziert. So, ne? ja. Und das, ich freue mich einfach auf den nächsten Teil. Kommt garantiert als Let's Play. Alles garantiert. Ja. Geil. Hier, Let's Play mit DigiHeld confirmed. Confirmed, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und ob ich die vorherigen Teile da jetzt irgendwie gespielt habe oder nicht, ist scheißegal. Ist ja eigentlich wirklich egal. Mit der Story hat das ja keine fortlaufende Story, ne? Es spielt sogar davor, glaube ich, ne? Doch. Es ist alles irgendwie, hey, was redest du denn? Hey, ich habe keine Ahnung. Was ist los? Ja. Also der erste Teil ist ja mit Denton, mit den Dentons. Und dann kommt halt hier, Ja. Human Revolution. Der spielt davor. Genau, der spielt nämlich davor mit Adam. Genau, und jetzt Adam der Teil, der West jetzt rauskommt, Gen. Der spielt halt nach dem Human Revolution. Genau, aber immer noch mit Adam. Adam Sandler. Oh Gott. Wenn das mit Adam Sandler spielt, dann bin ich raus, Alter. Ja, das nicht. Dann lösche ich auch sofort meine gesamte Erinnerung an Human Revolution. Ja. Nee, wie heißt er denn? Adam West? Adam Jensen? Adam Sandlin, Jensen? Ja. Ich weiß es nicht, aber nicht mehr. Heißt scheiße, Adam? Alter. Wieso weißt du das nicht, ey? Soll ich ihm nachgucken? Ach, scheiße, ich hab's nicht hier liegen. Das ist doch pornomäßig voll in die Hose jetzt gegangen. Geil. Alter. Voll in die Hose geht auch. der heißt Jensen. Heißt er, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, er heißt Jensen. Hier steht Adam Jensen Mantel. Yo, das ist er. Adam Jensen heißt er. Nehmen wir. Ja. Mit der geilen Augmentierung. Der geile ist halt irgendwie,
ist für mich irgendwie so, was Schleichspielen, Ballerspiel jetzt vielleicht nicht, aber Schleichspiel angeht, von den Möglichkeiten und so, einfach schöpft es irgendwie mit seiner Spielmechanik einfach extrem gut so alternative Wege aus, weil du halt irgendwie durch die Vorlieben, die du hast mit dem Ausbau von deiner Technik, von dem Ausbau mit Schlösser knacken, hacken und weißt du, kannst du ja verschiedene Wege forcieren, na, aber auch irgendwie, du kannst dich teilweise unsichtbar machen, was dein Schleichen natürlich irgendwie durchaus verbessert und so. Und du hast dann nachher tatsächlich dieses Gefühl, also bei Deus Ex am Anfang, das ist ja der erste Teil schon so, da hast du halt irgendwie das Gefühl, so, du haust jetzt irgendwie, da ist irgendwie so ein Balkon, du könntest jetzt da rüberspringen, aber das wäre ja übermenschlich. Aber scheiße, du hast ja Augmentierung, also haust du irgendwie jetzt irgendwie deine verstärkten Beinmuskel an, weißt du, und dann springst du halt darüber so und dann hast du so richtig das Gefühl, alles klar, jetzt geht's los, ne? Mhm. Ich bin jetzt der geile Macker. So. Und das Szenario finde ich halt allerdings auch sehr spannend. Dieser Rassismus jetzt irgendwie auf Technik, in diesen Technikbereich reingedrängt, so nach dem Motto, Menschen, die ja augmentiert sind, sind ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Menschen und sind ja auch gefährlich und das wird dann ja auch... Da haben sie doch irgendeinen Kunstbegriff für entwickelt. Wie hieß denn das nochmal? Nicht Apartheid, sondern irgendwas mit Apartheid in Verbindung damit. Weiß ich nicht mehr. Ja, toll, dass du es angesprochen hast. Jetzt stehen wir wieder blöd da. Ja. Ja, gut. blöd auch von mir. ist ja, ja. Aber ja, ich hab da auch Bock drauf. Da sind wir uns einig. Da haben wir beide Bock drauf. Echt? Du hast da Bock drauf? Ja, ich hab den ersten und zweiten Teil habe ich ja auch hier mittlerweile. Ups, den ersten Teil für die PS2, den zweiten Teil für die Xbox. aber noch nicht mal, ich bin noch nicht dazu gekommen, hab da leider noch nicht reingeguckt. Ich habe da keinen Erzähl dafür gefunden. Ich wusste was anderes. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas anderes habe ich gemacht. Den dritten Teil Human Revolution habe ich ja auch drei oder viermal durchgespielt und hat da echt Spaß dran. Hat echt richtig Laune gemacht. Wenn ich da so drüber rede, könnte ich direkt nochmal spielen. Ja, es ist tatsächlich, du hast irgendwie wirklich verschiedene Wege, die du da gehen kannst. Ja. Und erfährst du einfach auch die Level anders. Und das macht es einfach dann aus. Ja. So. Was ich dann halt irgendwie auch ziemlich cool fand, das war auch beim ersten Teil, wenn du halt so wiederkommst in die Level. So. Die verändern sich dann ja auch. Das hast du, glaube ich, das hast du im dritten Teil jetzt nicht so. Da kommst du zwar auch wieder bei einigen und da gibt es dann auch so Straßensperren oder sowas. Ja. Aber es ist jetzt nicht so extrem wie beim ersten Teil. Ich hoffe, das kommt wieder. Dass du halt, ich weiß, das ist irgendwie, wie kann man sowas gut finden, aber du kommst halt wieder in so ein Level und du kennst den Level zwar, aber er ist dann doch irgendwie ein bisschen anders. Plötzlich herrscht irgendwie eine andere Gang dort oder auf einmal sind die Polizisten hinter dir her oder keine Ahnung so, ne? Oder es ist dann Gebäude in die Luft geflogen und das ist, ich finde, das gibt so einem Spiel unheimlich viel Tiefe. Ja. Das, was irgendwie dann halt irgendwie alles, dieses ganze Open-World-Gedöns ist ja auch eine schöne Sache, aber irgendwie, du fährst irgendwo hin, dann machst du da was, dann kommst du nie wieder dahin, so. Oder du fährst einfach wusch dran vorbei, so. Und das ist, diese Tiefe entsteht einfach nicht. Dieses Vertrautheit, dieses Gefühl zu Hause zu sein, was man manchmal hat, weißt du? Ja. Das kann einfach nur in solchen Spielen entstehen, wo man halt einen Schauplatz öfter wieder besucht und sich dann halt so Sachen geändert haben, Details geändert haben. So. Ja. 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 Ja, danke. komm, wir haben noch eine Minute. Wir reden, ich sag noch kurz, was wir noch so haben. Ich habe übrigens Halo Wars 2 vergessen bei der Xbox-Präsentation. Nee, doch. Oh. Sehr gut, High Five. Jetzt ist mir mein Zettel runtergefallen. Und das war voll ins Gesicht, du Arsch. Entschuldigung, das war keine Absicht. Doch, was. Skyrim haben wir drüber geredet, Civilization haben wir auch kurz angesprochen. Ja, Halo Wars 2. Aber ganz kurz, Alter. Ja, reicht ja auch. Es spielt doch keiner von uns, oder? Also, jetzt weiß ich nicht. Nee. Habe ich überhaupt schon mal Civilization gespielt? Ich glaube nicht. Nee. Ich auch nicht. Stellaris, Alter. Aber ist ja so ein bisschen so Stellaris-mäßig, ne? Aber ist auch sehr aufwendig, Alter. Das ist, da musst du schon wirklich hier, der war ja leider nicht mehr da, aber
Da musst du schon echt studiert haben. Das ist krass, da kannst du dein Leben drin verwirken. Ja. Gut, gut, gut. Versenken. Da hab ich richtig Bock drauf. Ja, es ist halt, aber das ist ja auch ein Spiel, was halt irgendwie, da hast du irgendwie, keine Ahnung, 300 Sponnen hast du dann Spielspaß dran. Das ist doch gut für ein Spiel eigentlich. Ja. Ja. Injustice 2 wurde noch angekündigt. Ja, kennst du Mortal Kombat? Du kennst Tekken, ja. Tekken mit Superhelden. Alter, du kennst Tekken, komm, Tekken jetzt. Ja, du hast Tekken 2 in deiner PlayStation 1 Sammlung. Ja, Mann. Ja, siehst du? Also das ist Tekken mit Superhelden, mit DC Superhelden. Okay. Gab's schon den ersten Teil, habe ich mir nur gekauft wegen der geilen Statue, das war's. Aber warum sagst du denn Mortal Kombat? Mortal Kombat ist doch, ich meine, es ist auch so ein Beat'em-up, aber... Ja, weil es von dem Mortal Kombat machen ist. Ach so, deswegen. Okay, alles klar. Inside, das ist von den Leuten, die Limbo gemacht haben, da habe ich auch Bock drauf. Ist ich dachte, das ist von den Leuten, die Incest gemacht haben, Incest. Aber gut, okay. Das kommt für Xbox und PC. Warum ich das bei Xbox nicht mit aufgeschrieben habe, weiß ich gerade nicht. Dann haben wir noch Mafia 3. Oh, ja. Oh, da wird also gleich ein bisschen mehr drüber zu reden sein, wir müssen nämlich langsam zu Ende kommen. Ja, das ist natürlich auch wieder das Problem, dass er ist ein bisschen zu hipster, wahrscheinlich für die einen oder anderen Leute. In den 30ern, ne? Oder wann das spielt, oder 40ern. Dafür ist er dann zu hipster. Zu retro, der Typ. Zu retro. State of Decay 2, kann ich nicht viel zu sagen, hab den ersten Teil nicht gespielt, weiß nur, dass es so ein Zombie-Survival-Dings ist. Alter, ich drehe hier nur hoch und runter. Alter, ich mache hier gar nichts mehr, ey. Ist ja schon so warm. We Happy Few. Entschuldigung. Ukulele. Mhm. Und Zero Time Dilemma. Wow. Ja, das waren die Dinge, die ich rausgeschrieben habe. Weil? Zero Time Dilemma interessiert mich, weil ich Zero Escape. Wie hieß denn das? Das ist so eine Visual Novel, nennt sich das. Da habe ich den zweiten Teil von gespielt. Den ersten Teil habe ich leider nicht gespielt, weil es den nur auf dem Nintendo DS gibt und den habe ich leider nicht. Aber den zweiten Teil fand ich ganz geil. Deswegen freue ich mich jetzt auf den dritten Teil, der dann auch wieder für die Vita kommt, hoffentlich. Ja, doch, kommt für die Vita. Ukulele ist von den ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die Banjo-Kazooie und sowas gemacht haben. Und das sieht man auch. Und We Happy Few ist das mit denen, wo die Leute so Drogen nehmen die ganze Zeit, um gut drauf zu sein, weißt du? Um so die Emotionen zu unterdrücken oder irgendwie sowas. Vielleicht hast du den Trailer gesehen, wo sie auf so eine Pinata einschlagen und die dann zu einem, also sich verändert, die Pinata. Nee, hab ich tatsächlich gesehen. Dann kann ich das nur empfehlen. We Happy Few. Mhm. Ja. Das war's. Lass uns zum Ende kommen, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Lass uns zum Ende kommen, mein Partner. Die Rede geht los. Niemand will mein Freund sein. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, genau hier. Der Chat, da geht wieder richtig was ab. Der Seven Zip hat geschrieben, ich bin der gleichen Meinung wie Freddy und ja, ich erinnere an das Schiff bauen in 25 Minuten. Jenny musst du leider los. Ich meine, Jennify musst du los. Der Chat ist auch schon ein bisschen länger her, aber wir lesen ihn. Wir lesen ihn. So, also, Dre liest ihn. Na? Ja, ich bin da voll drin, ich sehe alles. Genau. Ich verlasse mich auf dich. Alter, es ist total kacke hier, was ich hier mache. So, Freddy hat geschrieben, aber Seven, einen Vorteil gibt es ja, wenn sie so lange brauchen, gibt es dann bestimmt andere Galaxien und sie können dann das Schiff dort einfügen. Keine Ahnung, was er meint. Keine Ahnung, was er meint. Es tut weh. Was tut weh? Da schreibt Sam, stimmt, ja, bestimmt. Sam, was cool wäre, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit zu denen fliegen könnten. Oder? Oh ja, wäre cool, das stimmt schon. Und dann schreibt Sam weiter, waren die beiden gerade auch bei euch weg? Also bei uns waren die beiden weg. Also, die beiden waren... Hast du einen von denen gesehen? Nein. Nee, das siehst du, ich auch nicht. Pass nicht. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Jetzt ist Sam Zipper beim Essen. Und Herzschlag ist Nacht, ist der Herzschlag der Nacht ist da. Hallo, Herzschlag. Hallo, Herzschlag der Nacht. Wir kommen einfach nicht runter von unserem Neuen.
glaube, ich muss mal die Auflösung wieder ein bisschen runter. Ja. Das macht mich schon wieder alles ein bisschen nervös. Aber gut, ja, nächsten Teil, der ist jetzt gerade in der Mache. Gleich, ich muss nur die Klappe halten. Dann geht's los und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf YouTube und einen schönen Tag. Was für immer, außer das ist Montag, dann hast du mein Beileid. Ciao! Wir laufen Montag gar nicht. Aber ja gut, aber man kann ja trotzdem am Montag gucken. Wenn Montag ist, mein Beileid auch. Tschüss. Siehst du?